So, da bin ich wieder an Tag 5. Und ich habe. Eigentlich hätte ich in die Aufnahmen gucken können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich durch dieses Wurmloch hier gegangen bin. Habe ich eigentlich meinen Hut dabei für die geistige Gesundheit? Nee. Aber der hier, der ist auch gut für die geistige Gesundheit. Dann nehme ich den mal. Und tue die Steine noch bei Chester mit rein. Und die snack ich mir mal hier auch weg. So. Dann geht es mir doch auch wieder bestens. Und dann springe ich hier mal einfach durch, weil was soll mir schon groß passieren, nicht wahr? Ah, wundervoll. Muss ich nichts groß für tun. Aber es sieht aus, als wäre ich hier schon wieder auf so einer Insel. Das ist ja witzig. Ja, na gut, dann geht's direkt wieder zurück. Vielleicht brennt mein Feuer ja sogar noch. Tut's. Dann kann ich den hier kurz zur Seite legen, das Feuer nochmal anzünden, mir die Pilze braten. Für meine geistige Gesundheit. Und ja, ich bin wieder oben auf. Kann ich einfach wieder zurück. So. Hier sind keine Tentakeln. Ich war gerade hier rechts unten. Und da oben war noch ein Ding. Also ungefähr rechts von meinem Lager war ich. So auf der Höhe von meinem Lager müsste das dann auch sein. Zwei Dinge innerhalb von so kurzer Zeit gesammelt. Schön. Ja, ich versuche mal hier ein bisschen südlicher hinzukommen. Aber ich höre es jetzt hier auch schon wieder, ne? Piau, piau, piau. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Oh, ich habe die Mütze nicht auf. Und ich habe das. Ah! Also, eins nach dem anderen. So viel Stress haben wir hier nicht. So. Die hier wollte ich ausrüsten. Kann ich irgendwo mal stehen bleiben? Hier. Und die Wünschelrute ausrüsten. Sehr schwach. Heißt quasi nicht vorhanden. Hier wird fröhlich weiter gemetzelt. Ja, hier im Sumpf kann man eigentlich immer ganz gut auch Glühwürmchen fangen, aber die Nächte sind jetzt so kurz, dass ich gar keine Chance habe. Ich müsste schon wissen, wo Glühwürmchen sind, damit ich. Die auch fangen könnte in der richtigen Sekunde. Guck mal, wie kurz die blaue Nacht da oben ist. Viel zu kurz. So, hier bin ich wieder irgendwo im Sumpf und hier wird das Geräusch auch lauter. So, was haben wir denn hier? Also, ich habe da einen Übergang, eins. Dann habe ich da noch eins gefunden. Und da war gar kein Übergang rüber, ne? Puh, ja, dann werde ich einfach mal zurückgehen. Das wäre jetzt auch total schwer gewesen, das so zu finden, ne? Also, das war jetzt ja einfach nur aus Glück. Habe ich diese Durchgänge genutzt? War einfach Glück. Also, das kann man so nicht planen. Ich hätte mich zu Tode gesucht, wahrscheinlich, wenn ich das hätte planen müssen irgendwie. So, nee. Ui. Schnell, schnell, Chester, schnell. Ah. Super. Ja, kalt, kalt. Ich weiß, ich weiß. Kann ich hier irgendwas mal anzünden kurz? Bin ja fast im Lager. Hier, die kann ich anzünden. Super. Das war doch relativ erfolgreich. Ganz erstaunt. Ja, haben wir schon zwei Dinge gefunden.
gut. Ich bräuchte auch mal eine Schaufel. So. Ah, und ich setze jetzt mal. Ich bin so viel durch Wurmlöcher durchgegangen. Kurz diese Mütze hier auf. Und es geht jetzt schön nach oben, ne? Also bei dem Gehirn sieht man so einen kleinen Pfeil, der nach oben geht. Das ist genau das, was ich brauche jetzt. Ein bisschen was fürs Gehirn. So. Die hier. Holz kann ich auch immer mal wieder gebrauchen. Wenn man X spammt übrigens, ist der so ein ganz bisschen schneller beim Holzfällen. Und das merkt man auch, wenn man, wie heißt er, Woody spielt. Den Werbiber mit seiner Axt, Lucy. Da kann man X richtig dolle spammen. Und da ist man richtig schnell wieder. Was passiert, wenn ich den ausbuddel? Krieg einen stacheligen Busch, alles klar. Schön. Schön und gut. Also normalerweise würde der Pfeil nach unten gehen. Aber mit der Schottenmütze, plopp, geht er nach oben. Ich koche mir mal noch ein bisschen was. Ich hätte eigentlich den Rucksack auch gut wieder mitnehmen können, ne? Ach, was soll's. Die Rüstung hat mir ganz gute Dienste geleistet. Und dann, da unten war ein einzelner Büffel, den versuche ich mal morgen anzugreifen. Ich habe jetzt ja so einen Tentakel-Spike. Wo ist denn mein Hut? Hier. Leg ich kurz zur Seite. Sonst ist Fleisch auf den Boden gefallen. Das möchte ich nicht. Ich schaffe ja gerade hier Platz. Das koche ich mir einfach mal weg. Dann snack ich das mal so. Ich kriege selber richtig Hunger, wenn ich mir das so angucke. Und das Trockenfleisch lasse ich mal hier drin. Habe ich genug Steine für noch eine Farm? Dinge würde ich gerne in der Kiste auch lassen. So. Wir sind jetzt im Chester, das ist immer schlecht. Also, der kann ja auch mal verloren gehen. Das wäre dramatisch. Ich baue mir einfach noch eine Kiste. Ich habe ja schon fast alles dafür. Oh, ich habe schon eine Kiste vorgebaut. Ja, dann. Dann nehmen wir das doch gerne entgegen. Chester, hast du auch noch was, was ich da reintun kann? Die brauche ich unterwegs. Das kann ich ganz gut da reinlegen. So. Nee, die Fackel brauche ich. Das wollte ich da reinlegen. Schön. Ich habe doch Spinnenseide gesammelt. Yep. Hab ich gehört, wie mein Hund sich geschüttelt hat. Ist gerade wach geworden. So, dann baue ich mir so eine Netto-Miete. Und fange mir mit Kreis. Ups. Glühwürmchen. Schnur. Oh. Los. Oh, das nervt. Jetzt geht's nicht mehr. Ich glaube, einmal Glühwürmchen reichen auch schon. Dann brauche ich ein Strohhut, dafür brauche ich mehr Stroh. Gut. Kommt die Schaufel weg. Und die kann ich dann jetzt auch eben hier lassen. Und
dann sammle ich halt noch ein bisschen mehr Stroh. Müsste ja auch bald nachwachsen. Da oben haben wir gerade gesehen, wie dieses hier nachgewachsen ist. Pflück ich mal. Denn bald müsste dieser Winter ja auch vorbei sein. Und dann geht's in den ewigen Frühling. Und dann sind wir hier sowieso sehr gut bestückt mit allem, was wir brauchen. Für einen Strohhut brauche ich irgendwie 12, glaube ich, 12 Gras. Yep. Dann sammle ich mal noch ein bisschen mehr Gras, damit ich auch spontan noch ein Feuer machen könnte zwischendurch. Ich krieg einfach nicht genug Stöckchen, ne? Zweige. Die müssten ja auch bald hier nachwachsen. Den wollte ich angreifen. Das mache ich mal flux. Oh, nimm's mir nicht übel. Armes Beefalo. Da ist er schon tot. Das ging schnell. Nicht, dass die Pinguine mir das Fleisch klauen. Das machen die nämlich. So. Super. Dann geht's auf ins Lager. 4 Fleisch, die ich schon wieder trocknen kann. Ist doch super. So. Brauche ich den Stroh nochmal wieder? Dann habe ich... Ich glaube, Gold brauche ich dafür auch noch für den Minenhut. So. Cha-ching. Oben auf dem Feuertab ist der Bergbauhelm. So. Habe ich den Prototyp. Der ist ganz wichtig. Aber ich glaube, in der letzten Welt kriegt man das sowieso nochmal. Deswegen... Aber ich baue den trotzdem immer einmal vor. Weil man ja nie weiß, was da falsch laufen könnte, eventuell. Oder falsch gelaufen ist. Er möchte gerne Aufmerksamkeit. Ah, jetzt hat er einen Platz gefunden hier neben mir. Super. Gut. Nee. Nee. Ach, Mensch. Gut, ich denke mal, es ist schon fast Nacht und deswegen müsste ich hier im Lager bleiben. Aber es ist ja... Ein Gold brauchte ich dafür. Es ist ja die ganze Zeit nur Dämmerung. Deswegen kann ich ja einfach weitergehen. Ich habe doch gerade hier irgendwo meine Axt reingelegt. Ich baue mir als nächstes, ich habe ja schon relativ viele geschnittene Steine auch gesammelt. Ich glaube, ich baue mir als nächstes einen Blitzableiter hier. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Winter relativ schnell eskaliert in einen sehr, sehr regnerischen Frühling. So. Habe ich schon mal einen Blitzableiter gebaut? Hier ist der... Nein, habe ich noch nicht. Tja. So. Und im Frühling, wenn es so dolle regnet, dann blitzt es auch mal ganz gerne. Und da braucht man ganz dringend diesen Blitzableiter. So. Ich kann auch mal wieder was essen. Ich möchte eigentlich ungern meinen Kühlschrank hier hinbauen. Eigentlich macht es keinen Sinn, ihn nicht zu bauen. Aber irgendwie will ich ihn behalten. Aber ich glaube... Nee, ich baue ihn nicht. Ich habe nicht vor, ewig hier zu bleiben.
zwei von den Dingen habe ich auch schon gesammelt. Wir rennen hier ein bisschen mehr durch. Hoffe ich. So. Gut. Also, gegessen habe ich. Würde mir trotzdem eigentlich ganz gerne. Ich habe nichts mehr zum Verbraten. Okay, dann nehme ich mir meine Äxte mal hier. Nicht Äxte, Pickaxe. Pickaxe. Da oben gab es doch Eis. Da unten auch. Dann verkaufe ich mir mal hier noch ein bisschen was mit Eis. Darf ich die Eier haben? Das ist aber nett von euch. Danke. Sehr nett. Vielen, vielen Dank. Drei Eier haben sie mir gegeben. Super. Damit kann ich doch schon wieder einiges anfangen. Ich hätte hier doch irgendwo noch 1, 2, 3, 4. Das verkaufe ich jetzt mal eben. Und dann. Es wird Eier mit Speck. Wohin gehe ich dann? Da haben wir die Schreihälse, hier die Clockwork-Monster, da sind die Augenmonster und da sind noch mehr Tentakeln, was auch mehr Spinnen bedeutet. Da habe ich schon eine ungefähre Idee, aber da wird die Plattform sein, denke ich, weil bei den Clockwork-Monstern sind immer die Tentakel, sage ich schon, bei den Clockwork-Monstern ist immer die Plattform. Das heißt, das würde ich als letztes jetzt ansteuern. Dann die Tentakeln als nächstes, würde ich mal sagen. Ja, und ich habe gar keine Stöckchen mehr. Wo ist der Hut hin? Ach, da, wo die Nichtstöckchen sind. Hätte ich mehr Stöckchen? Ist gar nicht Eier mit Speck geworden. Hätte ich mehr Stöckchen, könnte ich mir noch mehr Trocknungsständer bauen. Das wäre auch ganz gut eigentlich. Aber dafür brauche ich wirklich viele Stöckchen, ne? Also da müsste ich nochmal schauen, wo ich die herbekomme. Irgendwo wird es ja hier welche geben. Das, dem hier und so. Ein Stöckchen habe ich jetzt. Diese Tentakelspitze ist eine sehr, sehr gute Waffe. Deswegen habe ich gerade die Waffe, die ich mir gebaut habe, weggelegt, weil ich die einfach nicht mehr brauche. Pickaxe lege ich mal hier hin. Das verfeuere ich mal. Brauche ich hier gar nicht mehr gerade. So. Ach, dann packe ich mich hier mal. Ach, ich habe gar keinen Platz mehr. Gut, dann 1, 2, 3. So. Dann damit. Und dann stelle ich mich ans Feuer und esse das Eis. Wenn man das Eis so isst, dann wird einem schnell kalt. Deswegen mal vorsichtig sein. Ich setze mal kurz die Mütze hier auf, während es da zu Ende kocht. So, sehr schön. Ja, und jetzt habe ich da oben einen ganz dicken Pfeil nach oben, ne? Also gerade als es Tag war. Ah, hier, die kann ich ja mal einpflanzen. Was passiert? So. Das hatte ich vor. Und dann pflanze ich die mal hier ein. 1, 2, 3. Und dann geht's auf.
durch die Tentakeln hindurch. Essen habe ich dabei. Stöckchen fehlen mir wirklich, ne? Dringend. Ach, ich sehe gerade. Ich nehme auch schon wieder 2 Tage auf. Das heißt, ich mache hier jetzt mal kurz Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.